Servus zum neuen Video. Wir haben heute keinen Z4, aber einen Supra. Fast genauso. Wir haben uns gedacht, ist zwar die gleiche Technik, aber wir zeigen euch mal was über den Toyota Supra. Da haben wir ja, glaube ich, noch nicht so viel drüber gemacht. Das ist ein Projektauto, wo wir mit dabei sind von BJ Wheels und Kayo Movies, so wie es da drauf steht. Die einen oder anderen haben bestimmt schon was drüber gehört oder gesehen oder bei BJ Wheels auf der Seite geguckt. Da ist ja, macht ja der Kayo immer die ganzen Videos für Bene. Wir haben uns gedacht, wir machen da ein bisschen so ein Projektauto draus zusammen einfach und wir machen quasi bei dem halt Leistung, Downpipe. Wir machen jetzt auf jeden Fall die Messung erstmal Stock, der ist komplett original. Das Auto wurde mit Insoric schon gemessen, vor uns, bei einer anderen Firma. Also es gibt eine originale Insoric-Messung von dem Fahrzeug. Ich weiß auch schon, was rausgekommen ist. Das werden wir dann später mal kurz noch mit ansprechen, wenn wir dann die Originalmessung durch haben, was bei uns auf dem Prüfstand rauskommt. Dann weiß man auch mal ungefähr, was so eine Straßen-Insoric-Messung, das ist quasi dieses kleine Gerät, was auf die Narbe draufkommt und damit kann man die Leistung auf der Straße messen. Das haben wir auch noch da. Damit haben wir früher auch immer ganz viel gemessen, bevor wir den Prüfstand hatten. Hat auch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Da kann man nichts Nachteiliges sagen darüber. Dann werden wir das später mal vergleichen mit der Eingangsmessung. Und danach kommt er dann runter. Dann kommt die Downpipe rein. Dann fahren wir wieder auf den Prüfstand. Messen nochmal kurz die Leistung mit der Downpipe. Und dann hätte ich gesagt, machen wir unsere Software drauf. Da haben wir schon ein bisschen was vorbereitet für das gute Stück. Ja, und dann schauen wir mal, was wir heute rausholen können. Ich habe da schon ein paar Zahlen im Kopf, aber wir werden das im Laufe des Videos sehen, was wir zusammenbringen. Ich bin guter Hoffnung, dass wir was Neues da raushauen. Und dann schauen wir einfach mal. Gut, wie gesagt, ich fange heute mal an. Heute darf ich mal das Auto aufspannen, weil die Jungs sind alle am Ackern da drüben. Die haben alle so viel um die Ohren. Dann versuche ich mal das Auto anzuspannen. Und dann legen wir los. Ja, jetzt habe ich mich mal schnell nackig gemacht, weil beim Anschnallen ist es relativ heiß geworden hier drin. Jo, was kann man sagen? Also Originalmessung haben wir jetzt hinter uns. Ich mache immer so drei gleiche Messungen als Vergleich, dass ich einfach, wenn ich sehe, ich habe dreimal das gleiche Ergebnis, dann ist das für mich auch verwertbar im Nachhinein. Und dann können wir das, denke ich mal, auch schön vergleichen. Wir haben jetzt hier auf den, bei den drei Messungen immer 352, 353 PS gehabt. Also war jetzt immer so zwischen 352,4 PS und 353,2 PS, also nicht mal ein PS Unterschied zwischen den drei Messungen. Ich habe zu allen drei Messungen auch einen Datenlog mitgemacht, dass man das später mal noch gucken kann, ob man da vielleicht mal im Log erkennen kann, was dann vielleicht die Ansaugung noch macht. Wir messen mit Absicht mit geschlossener Haube, dass wir das auch schön vergleichen können alles. Drehmoment hat man 544 bis 550, also das passt, das ist auch in Ordnung, auch ineinander ein paar Mal, also Unterschied von 6, 8 Newtonmeter insgesamt, kann man sagen, maximal Ausschlag. Ja, eigentlich das gleiche wie auch der Besitzer von dem Auto, hat das ja mit einer anderen Werkstatt zusammen mit dem Insoric gemessen, da ist dann auch 350 PS rausgekommen, also kann man eigentlich sagen, ist das Insoric eigentlich schon ziemlich genau, was das betrifft. Einfach mal so als Vergleich jetzt bei dem Fahrzeug, funktioniert das anscheinend gut. Newtonmeter habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber ich denke mal, das wird auch so um die 550 Newtonmeter gewesen sein. Und ja, dann hauen wir drauf. We all addicted to something that takes the pain away. Cause every lesson can't be solved with a simple prayer. And billion single mothers working every night and day. So kids influenced from environments in which they play. Then add in the environment in which they stay. Ain't safe for them to go outside because of bullet sprays. Or drugs and thugs to go to work because they getting paid. Faced with immeasurable odds, now what you gotta say? He changed real quick, focus up and get the dollar. No sleep the early bird, always gets the night crawler. I'm friend not trying, never had a fear of failure. Cause failure only happens when you listen what they tell you. Yeah, I've been through a lot of things. Can't tell you.
street don't capture what I feel like. I still rap with the lightning, the God in my fingertips. Been holding on for so long, sometimes my fingers slip. Feel like the pressure of the world is on my shoulders. Battling depression, stressing and starting over. Must need a club or four leaves in the rabbit foot. Haven't had a haircut in 6 weeks, this my savage look. No line of divine, I'm still pushing through. If I fall, then I fall, but I'm still pushing you. It's never bad as it seems, must change how we think. Used to have the food stamps out the booklet till I made the link. Ich habe ihn schon wieder aufgespannt und auch schon durchgemessen. Unterschied auf jeden Fall, man sieht auf dem Diagramm, dass ab so 5200, 5300 Umdrehungen wesentlich mehr Leistung und mehr Drehmoment ansteht gegenüber dem Serienergebnis. Wir haben jetzt, also in Zahlen ungefähr ausgedrückt, sind es ungefähr 12, 13 PS ab 5200 Umdrehungen. Davor ist die Linie komplett gleich und ab 5,2 sieht man, wie einfach die Leistung noch hält. Das sind ca. 12, 13 PS mehr. Was wirklich auch tatsächlich rauskommt, ich habe jetzt mehrere Messungen durchgeführt, das ist wirklich ein gleichbleibendes Ergebnis, ist auf jeden Fall saustark. Beim Maximaldrehmoment bleibt er bei seinen ca. 550 plus minus Newtonmeter, was wir da so gemessen haben, aber man sieht auf der Kurve, blenden wir jetzt ein, hinschauen, man sieht jetzt quasi bei der Kurve, dass obenrum auch ab den 5,2, 5,3 der Drehmoment einfach viel länger stehen bleibt, also auch so wie es in der Motorleistung ist. Also das ist rein nur durch die Downpipe. Also auf jeden Fall kann man sagen, wenn ihr eine Downpipe einbaut, kommen ungefähr so 12 PS dabei rum. Dann lassen wir es bei 10, dann ist auch gut. Und oben einfach, das Ding steigt einfach oben ein bisschen besser. Abgastemperatur hat sich verbessert. Das sind so Geschichten, wo man sagen kann, das bewirkt nur die Downpipe. Auf jeden Fall, Software haben wir schon vorbereitet. Wir hauen jetzt mal die Software drauf und dann wird es interessant, was da rauskommt. So, also Software ist drauf, Auto läuft schon mal. Ich habe meine Kopfhörer auch schon auf. Wir machen jetzt mal die erste Lokfahrt, gucken mal, was er jetzt so Leistung rausschmeißt, wie die Lokdaten aussehen und dann basteln wir da noch ein bisschen rum und dann gibt es nochmal einen finalen oder finale Läufe, sagen wir später auch nochmal. Dann gucken wir jetzt erstmal, was er jetzt so mit dem Basic abgeht und dann schauen wir weiter. Alles sauber aus. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, wir lassen den jetzt mal so. Wir könnten jetzt zwar noch ein bisschen was drauf geben, aber ich denke, das ist ausreichend. Wir haben jetzt 487 PS gehabt, 710, 716 Newtonmeter so im Schnitt bei den ganzen Messungen, die wir jetzt durchgeführt haben. Ich denke, so lassen wir den jetzt erstmal. Man muss es ja auch irgendwie auf die Straße kriegen. Ich bin dann gespannt, wie es auf jeden Fall fährt. Das ist dann auf jeden Fall witzig. Ich hätte gesagt, wir spannen den jetzt mal ab. Dann ich versuche es, ich kann es euch nicht versprechen, aber ich werde es versuchen, noch jetzt irgendwie Zeiten zu messen mit dem Fahrzeug. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, aber ohne Gewehr. Dann spanne ich jetzt mal auf jeden Fall ab und versuche mal mit euch noch eine Runde zu drehen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder im Auto. Toyota. Nichts ist unmöglich. Wir fahren mal schnell auf die Autobahn. Sind jetzt wieder 6 Stunden später geworden. Die Jungs sind jetzt alle im Feierabend. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe vergessen, die Zeiten zu fahren.
Jetzt zeigen wir die Sperma schnell zu. Ist aber auch, glaube ich, schon wieder 8:45. Und fahre noch mal kurz eine Runde auf die Autobahn mit euch. Der Kunde kommt nämlich morgen früh vorbei und holt sein Auto ab. Und ich habe mir gedacht, fahren wir jetzt den Motor noch ein bisschen warm. Und dann düsen wir mal eine Runde. Schauen wir mal, ob am Abend ein bisschen weniger los ist auf der Autobahn. Ist ja auf jeden Fall interessant. Sieht schon mal nicht so schlecht aus. Downpipe oder so einbauen ohne Zulassung, dann wären wir auf jeden Fall noch mal einen Ticken schneller. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja alles mit TÜV haben. So, dann korrigieren wir mal. Einmal hatten wir eine 8,3 mit einer Steigung 1,17. Ja, 8,02. Die 7 wird sich auf jeden Fall besser anhören. Dann schauen wir mal, dann hat man noch eine 8,2 mit 0,06. Das ist dann eine 8,1. Die war nicht gültig. Probieren wir einfach nochmal. Also 8,0 ist schon mal gut. Das taucht schon mal, hätte ich gesagt. Aber wir probieren es einfach nochmal. Wir haben jetzt einen halben Tank. Automatik, Sport, DSC off sind wir jetzt gefahren. Ja, mal gespannt, vielleicht kriegt man noch was hin. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Aber Leute gucken schon ganz schön, ne? Nach dem Auto. Ist auf jeden Fall auffällig nach außen hin. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle.
Danke, dass ihr zugeschaut habt. Zum Fahrzeuggewicht kann ich auf jeden Fall nicht heute so viel sagen, weil die Waage hat leider schon Zug gehabt. Halber Tank, mich kleines Würstchen, der Lauch und das Auto. Wen es interessiert, einfach melden. Wir können das bestimmt noch mal nachreichen mit der Waage. Und dann hätte ich gesagt, schönes Wochenende. Ich gehe jetzt noch in die Firma, noch ein bisschen was schaffen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao.